Heiß, stark und schwarz. Viel Koffein. Nur kein Pulverkaffee, nicht für mich. Habe ich Ihnen schon von Mitchell Connelly erzählt? Nein, was ist mit ihm? Der Staatsanwalt glaubt, er hat genug in Händen. Er will mit dem Fall vor Gericht gehen. Das ist doch wunderbar. Er hat allerdings nur Indizienbeweise. Wir bauen darauf, dass der Mann zusammenbricht und dann einen Mord zugibt. Oder zumindest Totschlag. Ich finde das immer noch besser als gar nichts. Die Beweislage ist recht dürftig. Das ist wundervoll. Gratuliere. Wem, mir? Ich habe gar nichts getan. Der Fall war offensichtlich. Haben Sie nie Zweifel? An was? Ich weiß nicht. Dass wir einen Fehler gemacht haben könnten. Ich bin weder Richter noch Geschworener noch Ankläger. Ich ermittle und ich verhafte. Das Urteil fälle nicht ich. Das ist nicht meine Aufgabe. Oh. Anscheinend hat meine Frau sie noch probiert. Dann werde ich sie auch mal versuchen. Meine Frau hat mich deswegen immer aufgezogen. Sie fand, ich sei zu engstirnig. Wissen Sie, mit Musik, Filmen, Büchern. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Ich bin ein alter Gary Cooper-Fan. Ich finde Gary Cooper toll. Ich mag Louis Armstrong und Mark Twain. Aber das wird jetzt anders. Ich habe vor, meinen Horizont zu erweitern. Wollen Sie wirklich kein Brot? Diese Marmelade, das war Ihre Idee. Nein, danke, ich bin wirklich nicht hungrig. Inspektor. Was ist mit Ihnen? Ich möchte bitte noch etwas Kaffee. Oh nein, nein, ich hole ihn mir selbst. Es gibt da eine Sache, die ich nicht verstehe. Und das stört mich doch ziemlich. Warum hat Connelly die Waffe quasi vor seiner Haustür weggeworfen? Das war das Dümmste, was er tun konnte. Also dieses Zeug ist wirklich gut. Kann man mal sehen, was ich verpasst habe. Nur wegen meiner Engstirnigkeit. Bringt der Beruf das nicht mit sich, Inspektor? Polizisten brauchen diese, das Recht vor allem, Mentalität. Da bleibt kein Raum für Motive und mildernde Umstände. Nun, mein Gefühl sagt mir, wenn es um vorsätzlichen Mord geht, kann es keine mildernden Umstände geben. Vielleicht waren Sie niemals verzweifelt und voller Angst. Es gibt Menschen, die würden, um ihre Lieben zu beschützen, alles tun. Mein Mann war so einer, glauben Sie mir. Es ist hier drin sehr warm, nicht wahr? Sehen Sie, er wollte, dass der Richter ihn versteht. Er hat alles versucht, es ihm zu erklären. Der Richter hat es verstanden, Ma'am. Deshalb hat er nicht die Höchststrafe verhängt. Weil er psychisch instabil war. Mein Mann war nicht psychisch instabil. Sie haben kein Recht, das zu sagen. Also verzeihen Sie, Ma'am. Ich meine, es war doch nicht meine Beurteilung. So wurde es während der Verhandlung gesagt. Es ist wirklich furchtbar warm hier drin. Ich sollte wohl mal die Heizung etwas runterdrehen. Der Richter war ein voreingenommener alter Mann. Ich hasste seinen Anblick. Ich hasste den Klang seiner Stimme. Oh, entschuldigen Sie mich. Ja, Columbo? Oh, hallo, Benny. Was? Gift? Was für ein Gift? Was redest du da? Ich höre. Ja, tu das. Das ist verrückt. Was ist denn? Der Untersuchungsrichter. Sie haben weitere Tests durchgeführt. Fragen Sie mich nicht nach Namen. Lange, komplizierte Namen. Sie haben Spuren von Gift gefunden. Tatsächlich? Was für Gift? Irgendwas Ungewöhnliches. Wieso wurde sie vergiftet? Das ergibt doch keinen Sinn. Keinen Sinn? Ah, wirklich? Oh, Columbo, Sie sind blind, wie blind Sie doch sind. Sie verstehen es wirklich nicht, oder? Tut mir leid, Ma'am. Ich kann nicht folgen. Dann will ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Das Gift. Möchten Sie den Namen wissen?
Ich weiß nicht, ob ich ihn fehlerfrei über die Lippen kriege. Ich habe wochenlang gesucht, um auch wirklich das Richtige zu bekommen. Was sagen Sie? Sie haben meine Frau vergiftet? Wieso? Wieso? Weshalb habe ich wohl auch Charlie Chambers ermordet? Wiedergutmachung, Columbo, Begleichung von Schuld. Sie haben Mr. Chambers getötet? Nein, nein, nein. Nein, das ist unmöglich. Möchten Sie von mir hören, wie ich es getan habe? Ma'am, ich muss Sie warnen, eine Aussage zu machen. Solange kein Anwalt zugegen ist, dieser Spruch verfolgt mich im Schlaf. Ich kann ihn auswendig sagen. Der ganze Sermon hat sich in meinem Herzen festgebrannt in den 10 Jahren. Wollen Sie behaupten, dass Leland St. John gelogen hat, als er Ihnen das Alibi gegeben hat? Nein. Charlie war tot, bevor ich Leland traf. Die Sache mit dem Geldautomaten. Das war ich. Ich kenne Charlies Geheimnummer. Charlie hat mir seine Scheckkarte immer überlassen, damit ich Bargeld für ihn holen konnte. Ma'am, ist das eine Art Geständnis? Sie vergessen, ich bin noch immer Polizist. Aber nicht mehr sehr lange. Schon in ein paar Minuten wird das Telefon klingeln. Ihr Freund Benny wird dran sein. Eine weitere Information vom Untersuchungsrichter. Nur, dass Sie dann nicht mehr den Hörer abnehmen können, weil Sie bereits tot sind. Ausgestreckt auf Ihrem Küchenfußboden liegend. Das glaube ich nicht, Ma'am. Sehen Sie, das ist nicht mein Küchenfußboden. Was? Ich sagte, dies ist nicht mein Küchenfußboden. Dies ist gar nicht mein Haus. Es gehört meinem Freund, Sergeant Brady. Sergeant? Haben Sie alles? Ja, Sir. Ich wollte das in meinem Haus machen, aber meine Frau ist furchtbar erkältet. Ich wollte ihr das nicht zumuten. Ihre Frau lebt? Oh ja, Ma'am. Aber das Begräbnis, der Friedhof, ich war dort. Was Sie da gesehen haben, waren meine Freunde. Andere Polizisten mit ihren Frauen. Oh, nebenbei, diese Marmelade ist nicht die Marmelade, die ich von Ihnen bekommen habe. Diese habe ich selber gekauft. Das andere Glas, gleich nach Erhalt, habe ich das zur Untersuchung des Inhaltes ins kriminaltechnische Labor schicken lassen. Dann wussten Sie es schon lange. Ja, Ma'am, so ist es. Ich möchte Ihnen sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid, dass Ihr Mann tot ist. Ihr Schmerz berührt mich. Möglicherweise hätte es einen anderen Weg gegeben, aber ich weiß nicht welchen. Aber es gibt keinen Weg, der Verantwortung für den Mord an Mr. Chambers zu entkommen. Im Übrigen wollten Sie meine Frau vergiften und Sie wollten auch mich ermorden. Und das nehme ich sehr persönlich. Sie Bastard! Ich habe nur eine einzige Frage.